Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Wochenstart hier aus dem Handelssaal der Börse Stuttgart. Die Nordkorea-Krise ist wieder da und das mit voller Wucht, nachdem Nordkorea erneut eine Atombombe getestet hat. Der Markt startet schwächer, folgt dann mit den schwachen Vorgaben aus Asien und die Anleger reagieren fast schon reflexhaft. Das heißt, sie greifen zu den vermeintlich sicheren Häfen. Das sind in allererster Linie Gold, zum anderen allerdings auch der Schweizer Franken, der japanische Yen und auch deutsche Staatsanleihen sind gesucht. In dem Zusammenhang ganz wichtig, die Ratingagentur Fitch ist weiter überzeugt. Die Top-Bonitätsnote, also AAA für Deutschland, bleibt bestehen. Der Ausblick ist auch hier stabil. Was liegt heute so an? Sicherlich ganz interessant, der überraschende Rücktritt an der Spitze von Novartis. Josef Rimnes wirft hin, ab Anfang 2018 übernimmt dann sein Nachfolger. Es ist Vasant Narasimhan. Ansonsten dürfte der Handelstag relativ ruhig werden. Kein Störfeuer, keine Unterstützung aus den USA. Dort Tag der Arbeit, ein Feiertag. Gehandelt worden ist allerdings dann am Freitag. Sah relativ gut aus nach den Arbeitsmarktzahlen. Da ging es dann 0,2% für den Dow Jones nach oben. Und wenn wir schon über die Vorgaben sprechen, ich hatte es ja schon angekündigt, Asien sah nicht so gut aus. Da ging es in Tokio relativ kräftig nach unten, 1% nach unten. Aber der Shanghai Composite, der ist leicht gestiegen um 0,3%. Und jetzt die Themen des Tages. Schauen wir zunächst einmal bei Tesla vorbei. Hier ist man richtig stolz. Man hat nämlich in Deutschland mehr und mehr Kunden gewonnen. Im ersten Halbjahr, so wird hier der Vertriebschef zitiert, haben wir den Absatz verdoppelt und wollen auch in diesem Tempo weiterplanen. Das sagte der Vertriebschef für Deutschland, Österreich und der Schweiz in einem Interview der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. In Zahlen bedeutet das im ersten Halbjahr 2075 Elektroautos der Marke Tesla, die allein in Deutschland zugelassen worden sind. Wir gehen ganz kurz in die Luft, damit das noch so bleibt. Bei Air Berlin hat man sich jetzt wohl geeinigt mit der KfW auf den Überbrückungskredit 150 Millionen Euro. Die Bild-Zeitung, die ja zunächst geschrieben hatte, es klappt nicht so richtig, die sagt jetzt, ja, jetzt ist das Ganze in trockene Tücher. 10% immerhin muss Air Berlin bezahlen. Das ist relativ teuer. Außerdem heute das Thema Politik und Betriebsrat und die Gewerkschaft. Man trifft sich, um Perspektiven für die Mitarbeiter abzustecken. Ganz kurz noch die Zahlen des Tages. Der DAX startet heute mit 12.051 Punkten. Relativ kräftig im Minus, aber hat sich vom Tagestief schon etwas gelöst. Dow Jones 0,2% im Plus. Euro bleibt stark. Gold bleibt stark. Und jetzt noch der Hinweis auf unser laufendes Programm. Das Thema der Woche. Kims gefährliches Spiel mit der Bombe. Die Derivate-Experten der BNP Paribas nehmen dazu Stellung.